Jan Hahn sagt vor seinem Tod Ja zum Leben und zu seiner Partnerin Constanze. Anfang des Monats machen schockierende Nachrichten die Runde. Der beliebte Guten Morgen Deutschland-Moderator ist tot. Schon seit Februar ist er bei dem Format krankgeschrieben. Was die Öffentlichkeit nicht weiß: Der 47-Jährige kämpft gegen eine Krebserkrankung. Die Diagnose bekommt er vor über einem Jahr. Seinen Fans verschweigt er seine Krankheit. Er will nicht als krebskranker Jan Hahn in Erinnerung bleiben. Als sein gesundheitlicher Zustand schlechter wird, wagt er den nächsten Beziehungsschritt. Er macht seiner langjährigen Freundin Berichten zufolge einen Heiratsantrag. Am 26. Juni 2020 sollen sie sich nach rund 10 gemeinsamen Jahren im engsten Kreis das Ja-Wort geben. Öffentlich spricht der einstige Radiomoderator nie über seine Ehe. Nur ein kleines Detail verrät ihn rückblickend. Dieses Foto entsteht 2 Monate nach der Hochzeit in Amsterdam. Dort trägt er seinen Ehering. Genau wie hier auf Usedom. Für seine Auftritte vor der Kamera legt er ihn allerdings ab. Ehe sie heiraten, gründet das Paar auch eine eigene Familie. Im Mai vor 2 Jahren geben die zwei die Geburt ihres ersten gemeinsamen Kindes bekannt. Guten Morgen, du Schöne. Heute ist unsere Tochter geboren worden, schreibt der Familienvater zu einem ersten Foto. Für Jan ist es nicht der erste Nachwuchs. Mit seiner Ex-Partnerin Alissa Jung bekommt er seine Tochter Julina und Sohnemann Lenius. Sie sind heute 22 und 17 Jahre alt. Über seine 2 älteren Kinder spricht er vor Jahren im Promiflash-Interview. Ja, sie leben zur Hälfte bei mir und zur Hälfte bei der Mutter immer so, ja. Seine Jüngste feiert am 23. Mai ihren 2. Geburtstag. Doch diesen bekommt ihr Papa nicht mehr mit. Eigentlich geht Jan davon aus, noch 10 Jahre mit seiner Familie zu haben. Diese Prognose stellen ihm die Ärzte. Nach seiner Krankmeldung plant er, im März wieder im Studio zu stehen. Doch vor ein paar Wochen verliert er den Kampf gegen den Krebs. Seine Liebsten nehmen am 19. Mai Abschied von dem gebürtigen Leipziger. Die Trauerfeier findet in Berlin statt. Nur die engsten Freunde und seine Familie sind dabei. Darüber hinaus gedenken Wegbegleiter und einstige Kollegen des Verstorbenen. Der Sender RTL legt während des Programms eine Schweigeminute ein. Marlene Lufen teilt eine bewegende Collage mit gemeinsamen Schnappschüssen. Wayne Carpendale erinnert sich mit diesem Foto an Jan. Immer offen, immer lächelnd, immer interessiert, immer auf Augenhöhe, immer begeisterungsfähig und immer ein feiner Kerl. So wirst du in meinem Herzen bleiben. Wie viele andere ist der Schauspieler erschüttert über den plötzlichen Tod des 47-Jährigen. Constanze und seine Kinder äußern sich bisher nicht zu ihrem schrecklichen Verlust. Doch eins ist sicher: Jan wird für immer einen Platz in ihren Herzen haben.